Im Nationalrat begann am Dienstag die letzte Plenarwoche im Jahr 2022. Im neuen Jahr, also genauer gesagt Mitte Jänner, da wird man dann bereits im alten bzw. im neu sanierten Parlamentsgebäude tätig sein. Und die Punkte, die auf der Tagesordnung stehen, rund um den Nationalrat, die sind unter anderem die Regierungspläne für die Gewinnabschöpfung bei Energieunternehmen, Gehaltsanpassungen im öffentlichen Dienst, aber auch die Neuwahlanträge von FPÖ und SPÖ. Den Anfang am Dienstag hat FPÖ-Chef Herbert Kickl gemacht. Die Aktuelle Stunde fand auf Wunsch der FPÖ statt und richtete sich dabei vor allem auf die Themenpunkte Asyl und auch Russland-Sanktionen. Herbert Kickl meinte dazu, dass er mit der aktuellen Asyl- und Migrationspolitik der Regierung gar nicht zufrieden sei und sich dazu noch einiges ändern müsste. Zusätzlich kritisierte er auch die sogenannte Völkerwanderung und meinte auch, dass man endlich aus den Sanktionen aussteigen müsste, da das die einzig wirkliche Antiteuerungsmaßnahme sei. Kanzler Karl Nehammer reagierte darauf und meinte, man sei sich dessen bewusst, dass die Migrationspolitik im Moment in Österreich sehr schwierig sei, würde aber alles dazu beitragen, um das zukünftig ändern zu können. Zusätzlich wünschte sich auch die SPÖ, dass es endlich die Einführung eines Gaspreisdeckels geben sollte und kritisierte auch das 500-Millionen-Euro-Paket des Bundeskanzlers, das vor Weihnachten noch präsentiert werden soll. Das sei nicht ausreichend. Einmalzahlungen und ein Klimabonus würden nicht ausreichen, um der Bevölkerung zu helfen. Genauso wie auch ein Energiekostenzuschuss, der sei nicht ausreichend, da müsste noch viel mehr passieren.